Wir gehen jetzt auch mal nach oben. Ihr werdet dann auch gleich sehen, was ich denn so für Dinge verwendet habe. So, einmal, zweimal. Dann kann ich die Leiter da noch mit dran setzen. Ups, ja, das wird wieder runtergehen. Hier rüber. Ich wollte jetzt einfach mal was anderes reinbringen und von daher habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich das mache. So, und ich bin schon sehr gespannt, ob euch das denn gefallen wird. Jo, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Optik von dem Ganzen mögt. Ich habe hier ein bisschen rumgetüftelt, also insgesamt habe ich 3 Ingame-Tage hier verbracht und habe dann das erst nur bis dahin gemacht, dann habe ich es doch weiter vorgezogen, dann habe ich das hier weggehauen, dann hat mir wieder Decke gefehlt, dann muss ich das wieder nachziehen, also es war ständig irgendwas zu tun und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal, wie ich das mit einer Farbe hinbekomme. Die Fenster da oben, das seht ihr, ne, das sind diese Dachteile, weil auch da habe ich mir gedacht, warum soll ich denn immer diese Teile da verwenden. Man kann ja auch einmal diese da verwenden. Es macht eine Unterbrechung mit rein. Schaut ein bisschen anders aus als bisher. So ein kleines bisschen schimmert das Blau mit durch, was mich jetzt aber auch nicht unbedingt stört. Also, naja. So, und von daher werde ich jetzt mit euch gemeinsam diesen Turm quasi bauen. Die Türme, die sollen innen drin einfach hohl bleiben, weil es braucht nicht so viel Material. Ob ich das mit den Lichtern jetzt so mache oder ob ich eventuell die Lampenkästen dahin mache, muss ich auch noch überlegen. Also aktuell habe ich jetzt die da stehen. Aber ich glaube, das wäre auch ganz nice, wenn ich schon jetzt mit einem Blau reinkomme. Wir können das ja mal probieren. 3, 4 müsste ich dann brauchen. Die probieren das einfach mal aus. Weil das Schild ist ja auch blau. Na, und dann bringen wir da im Grunde so ein bisschen mehr Blau mit rein ins Spiel. Und dann schauen die Mauern nämlich auch nicht mehr so edge aus. Also ich werde viel umbauen. Macht euch drauf gefasst. Ich werde viel umbauen. Sehr viele Dinge, die ich jetzt gemacht habe, werde ich quasi wieder verwerfen. So, dann musst du weg. Und dann tun wir die hier mal hin. Ja, man sieht halt immer die Lampen. Das ist immer das, was ein bisschen schade ist. Aber gut, da müsste ich dann vielleicht diese Kirchenfenster reintun, aber ich mag das nicht. So. Jetzt ist das andere, kann ich... Ja, das müsste ich von oben machen, ne? Oder von hier. So, mal in die Ego-Perspektive. Ja, geht sogar. Wunderbar. So, einmal nach unten schauen. Doch, gefällt mir gut. Es gefällt mir wirklich gut. Türme werden dann im Grunde so hoch. Plus natürlich noch etwas, ganz klar. Also wir sind dann jetzt noch nicht ganz am Ende. Dann muss ich nur schauen, dass ich das, dass ich die jetzt hier noch mit drauf bekomme halt. Runter gucken. So, dann müsste ich hier nochmal... Also das wäre jetzt dann die Einfassung wahrscheinlich, die ich dahin mache. Aber da ist jetzt die Frage, ob ich... diese Mauerzinnen, wenn ich da noch welche einstecken habe. Nee, habe ich nicht.
Nee, da muss ich noch welche machen. Da machen wir halt immer schnell welche, das ist ja egal. Genau die hier. Oh, ich habe 36 Stück. Die brauchen die jetzt eh nicht mehr. Die brauchen jetzt eh nicht mehr, weil die haben nämlich den Turm fertig gebaut. Ich habe im Übrigen eine Mini-Medaille bekommen wegen Verkaufe Sachen auf dem Eiland. Jetzt müsste ich das Ganze nur so machen, dass ich mich hinstelle und ich glaube dann... Okay. Ich muss mich umdrehen. Jetzt aber nicht nach unten laufen. Ja. Oh. Nein! Du darfst runterfallen. Gucken, ob das wirklich so schön ist, wenn ich das jetzt mit so einem Abschluss da mache. Oder ob ich da nicht nochmal eine weiße Ziete drüber machen soll, aber ich denke, das ist okay. Na gut, dann muss ich mich eben hochbauen. So, und das wird jetzt natürlich auch ein bisschen gefragt. Ich brauche auf jeden Fall einiges von diesen Steinen hier in Blau. So, wir müssen also... Zum einen mache ich mal hier alles, was ich habe. Und dann hier. Stück. Jawohl, mach mal. Das ist ja nicht der einzige Turm, der so bleibt. Also von daher, so wird meine ich. Dann bräuchten wir hiervon auf jeden Fall welche, aber ich glaube nicht so viele. Also ich würde jetzt hier mal, mach mal einfach mal 40. Ja, mach mal einfach mal 40 Stück. So. Dann brauche ich aber allerdings noch... wo seid ihr? Ach so, ich habe keine mehr, ne? Okay. Okay, okay. Das heißt, ich brauche von denen hier nochmal welche. Mach jetzt bloß nochmal 100. Also wir werden definitiv mehr brauchen, weil das ist ja nicht nur ein Turm. Das sind ja mehrere Türme. So, dann machen wir da draus diese hier. Genau, und dann machen wir aus denen einfach mal blaue. Da würde ich jetzt aber sagen, mache ich nur mal die Hälfte. Gehen wir mal ganz kurz rein, weil dann kann ich nämlich erstmal das da und das da rausschmeißen. Genauso die hier. Leiter lasse ich mal noch. Die Fenster lasse ich, die Fenster lasse ich. Dann nehmen wir uns die blauen mal raus. Wenn ich sie hoffentlich gleich finde. Jawohl, da. Und das Tor habe ich nur mal schnell dahingestellt, weil das steht normalerweise hier. Also eins versetzt, hier zur Mitte hin. Ne? Aber die sind ständig da durchgelaufen. Keine Ahnung, die ganze Zeit ging das Tor auf und zu. Okay. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt erst einmal dich nochmal ganz kurz weg, dass ich mich draufstellen kann. So, dann kommst du. Dann kommen die hier wieder.
Und dann kommen nochmal derer. So. Dann brauchen wir hier sehr viele von den Weißen. Ich glaube, das geht am flottesten, wenn ich das so mache. Den da? Dann kann ich das so schön stückweise aufbauen. So, hier brauchen wir jetzt den normalen Stein. Dann muss ich jetzt allerdings... Oh, ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich mit dem Fenster? Nee, das ist dann genau auf die falsche Seite, ne? Das heißt, ich muss nach innen gucken. So. Einmal, zweimal, dann kommt das Dachfenster. Dann kommt ein weißer. Einmal quer. Yes, nice. Naja, 13 Schaden, das verkraftest du schon. Muss halt dann bloß nochmal die Lampen hinzufügen, ne? Das hätte ich dann auch gleich mitmachen können. Aber ich glaube, wenn ich einfach von unten nach oben arbeite, dann ist es besser. Also wenn ich die ganze Zeit hin und her hüpfe. So, dann brauchen wir die hier. Nochmal eins. Nein, nach innen schauen. Also in dem Fall muss ich nach innen schauen. Und das Gute ist, den Turm muss ich jetzt halt auch nur ein einziges Mal bauen. Dann kann ich den kopieren. Und ja, mal schauen. Aber andererseits, ne, wenn ich jetzt da Fenster auch reinmache, dann kann ich ja da... Dann kann ich ja da keine Tür oder sonst irgendwas hinmachen. Na, es war wieder nur halb überlegt, ne? Das war wieder nur halb überlegt. Also wenn, dann müsste ich... Boah, das müsste ja fast jeder Turm separat erstellt werden. Also. Zum einen. Ihr müsst wieder raus. Dafür müssen die normalen Weißen rein. Weil wir ja hier... Mal gucken. Hast du die einstecken? Nein. Hier. Und zwar... es wird vor allem auch nicht zu breit, ne? Ich gehe jetzt einmal nur die 5 vor. Man soll die blauen Streifen auch noch sehen. Dann wird hier... Das machen wir jetzt halt eben mal miteinander. Weil das andere, das ist eh schon, dass ich das jetzt ohne euch gemacht habe, ne? Einerseits ein bisschen schade. Andererseits, wenn ich hier am Rumüberlegen bin, ich müsste so viel Schneiderei machen. So, dann müsstest du auch wieder raus. Dann ist nur die Frage, wie hoch gehe ich? Eventuell sogar nur bis daher. Mal schauen, mal schauen. Ihr merkt schon, ich bin sehr am Rumüberlegen. So, weil dann wäre das genau so.
hau den nochmal weg. Wir brauchen hier da auch irgendeinen Unterdingsbums, also hier einen Weg oder sowas. Da können wir ja dann die Dinger nehmen. Zack. Weil hier soll dann im Grunde eine Tür rein. Warum ist das verkehrt rum? Dieses Ding. Hier soll eine Tür rein, dass man im Grunde von dem Lauf hier, der hierher kommt. Vier, fünf. Achso, da habe ich sechs Stück gemacht. Dann machen wir mal sechs Stück, ist egal. Dann machen wir einmal... Stehst du jetzt richtig, dass du dann gleich... So. Wo seid ihr? Da. Oh Mann. So, runterschauen, bitte. Dann kommst du dahin. Oh. Dann kommst du dahin. Ich sollte die gleich mal rausschmeißen, weil, dass ich die nur die ganze Zeit nehme. Ich brauche nur die blauen. So, dann einmal und dann nochmal, dann kommst du. Ups, falsche Richtung geguckt. So, und hier ist dann die Frage. Man kann ja im Grunde das auch kompletten Weg machen. Auch hier mit einer Tür. Also ein Durchgang halt einfach. Und dann hier eben auch mit Fenstern arbeiten. So. 2, 3, 4. Probieren wir mal. So, dann hier nur eins. Musst du aber nochmal eins hinfügen, dass du das auch wirklich richtig magst. Und dann hier jetzt nochmal blau. Da gehe ich jetzt allerdings wieder raus aus der Ego, dass ich das im Blick habe. Ja. Dann kommst du. Dann wäre im Grunde ja hier auch nochmal weiß. So, und dann hier wieder Fenster. Es ist dann die gleiche Höhe. Allerdings würde ich in dem Fall na super. Achso, gut. Nee, warte mal. Jetzt ist das reingeflogen, ne? Ja, schön, das ist neu. Dich mal raus, weil ich brauche nämlich jetzt das Fußstück und das Oberstück. Du dann auch mal raus. Weil hier möchte ich nämlich jetzt nur... ein kleines Fenster quasi machen. So, und das dann mit dem normalen. So, dann kommen hier zwei. Oh Mann. Gut. Dann. So. Und dann hier wieder die hier.
dann einmal nach innen gucken. Da kannst du noch den Weg hin machen. Klappt nicht immer, ne? Yes. Yes. Gefällt mir gut. Das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. So, dann... Schauen wir mal, wie das jetzt wird. So. Da dann eben nur diese blauen. Und diesmal ohne Fenster. Dass man immer im Grunde ein so ein Element hat. Und dann kommt so ein kleiner. Dann wird es so ein Element, dann wieder so ein kleiner und so weiter. Fände ich nice. So, das kann auch als Ecke jetzt halt hier sein. Also wir können dann quasi hier entlang gehen. Das hier wird natürlich alles weggehauen. War also absolut unnötig, das da hinzubauen. Irgendwie, du Troll. Ich weiß nicht. So, da habe ich jetzt wiederum nicht genug Leitern. Da könnte ich sogar, warte mal, machen wir es so. Ihr merkt schon, wie es in meinem Kopf rumort, ne? Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, lass runterfallen. So muss ich tun. Nee, das war jetzt eins zu viel. Achso, jetzt habe ich keine. Ach, meine Güte. Jetzt hatte ich keine mehr. Aber ich brauche dann eh noch Leiter. Leiter. Besser gesagt, ich brauche es jetzt halt einfach nur mal gefärbt. Weil Leiter habe ich noch. Und da ich nur noch 40 Stück habe, mache ich die jetzt alle mal weiß, weil wir werden immer wieder verteilt Leitern anbringen.